Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chirty aus der Gilde Concilium und ich möchte euch in diesem circa 10-minütigen Video einen Überblick über den Marktplatz von Guild Wars 2 verschaffen. Den Marktplatz bzw. die Schwarzlöwen Handelsgesellschaft öffnet ihr im Spiel mit der Taste O. In diesem können verschiedene Ingame-Gegenstände für Gems oder Gold G oder auch verkauft werden. Gems sind die einzige Ingame-Währung, die man mit echtem Gold kaufen und damit Ingame-Gegenstände direkt erwerben kann. Mit dem Klick auf das Feld Weitere Edelsteine ist es euch möglich, einige dieser Gems für echtes Geld, also Euro oder Dollar, zu erwerben, je nach Region. 800 Gems kosten beispielsweise 10 Euro, 1600 Gems 20 Euro und so weiter. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, eure bevorzugte Zahlungsweise, sprich Kreditkarte oder PayPal, zu wählen. Sobald ihr den Kauf getätigt habt, werden die Gems eurem Account innerhalb von maximal 15 Minuten hinzugefügt. In der Beta ging es sogar relativ instant. Aber um etwas kaufen zu können bzw. überhaupt zu wollen, ist es erst einmal wichtig zu wissen, was es denn überhaupt so gibt. Deswegen werfen wir nun einmal einen kleinen Blick in die verschiedenen Rubriken des Gem- bzw. Edelsteinshops. Unter der Rubrik Werbeaktionen werden Items aufgelistet, die aktuell günstiger sind als normalerweise. Irgendwie logisch, denn Werbeaktionen sind meistens verknüpft mit einem Rabatt. Hier sind es beispielsweise 20%, die wir vom eigentlichen Preis erspart bekommen. Des Weiteren werden die Angebote auch immer mit einem Angebotsbanner versehen. Dieser ist in der Beta leider etwas verrückt, aber ich denke, hier wird ArenaNet sicherlich noch etwas nachbessern, damit das Ganze auch optisch noch etwas ansprechender aussieht. Weiter geht es dann in der Rubrik Mode, in der hoffentlich nicht nur Frauen Gefallen am Anprobieren von neuen Klamotten finden werden. In dieser Rubrik ist es möglich, nicht nur die Gegenstände, Preise und Informationen per Tooltip zu bekommen, sondern ihr könnt zudem auch noch eine Preview-Funktion nutzen, dass das gewünschte Item bzw. das Item-Pack direkt eurem Charakter anzieht. Natürlich könnt ihr eure Auswahl mit dem Clear-Preview-Button auch wieder canceln. Wie wäre es beispielsweise mit einer nostalgischen Hornbrille, einem Hut des Zirkusdirektors oder eben auch einer sehr, sehr coolen Kochbekleidung, die wir jetzt gleich noch sehen werden. Der Freiheit sind letztendlich keine Grenzen gesetzt. Was jedoch unbedingt noch zu erwähnen ist, diese Accessoires bringen euch selbstverständlich keine spielentscheidenden Vorteile gegenüber Spielern, die jetzt kein Geld oder Gems investiert haben oder das auch möchten, um sich eine Kochbekleidung zu beschaffen. Sie dienen lediglich dem Style-Faktor. Ihr braucht also keine Angst haben, dass wenn ihr ingame den Beruf des Kochs ergreifen möchtet, dass ihr euch die entsprechende Kochbekleidung kaufen müsst. So ist das ganze System letztendlich nicht aufgebaut und so ist es auch nicht gedacht. Also braucht ihr da letztendlich keine Sorge zu haben. Sehr stylisch finde ich übrigens auch dieses Piratenkapitän-Verkleidungskostüm, das irgendwie an Captain Jack Sparrow ähnelt. Ich bin gespannt, was sich da ArenaNet gegebenenfalls noch an neuen Items einfallen lässt. Schließlich möchten die ja auch ein bisschen Geld verdienen. Und wir möchten im Gegenzug unsere Charaktere möglichst individuell gestalten können, um uns von der Masse abzusetzen. Besonders cool finde ich persönlich auch noch diese riesigen Boxhandschuhe. Mit diesen sieht mein Asura fast so aus, als könnte er es gleich mit den Klitschkos aufnehmen. Auch hier wurde natürlich sehr viel Liebe ins Detail investiert, wie man an den Guild Wars 2 Logos an den Handschuhen sehen kann. Noch die fesche Sportsonnenbrille aufgesetzt und ab geht's zum Sparring. Mit diesem Zylinder sieht das Ganze allerdings schon nicht mehr so aus, als könnte es der Asura mit den Klitschkos aufnehmen. Ich glaube, das sollten wir besser lassen. Gehen wir weiter zur nächsten Rubrik, den Verbrauchsartikeln. In dieser Rubrik werden verschiedene Gegenstände aufgelistet, die schlussendlich noch einmal den Spiel- und Spaßfaktor anheben sollen. Hier sehen wir noch einmal das Angebot, das wir eben schon einmal in der Werbeaktion-Rubrik gesehen haben, die eben schließt Spaßkiste. Und natürlich gibt es auch noch einige andere interessante Gegenstände, die man erwerben kann, zum Beispiel ein Farbstoffpaket, in dem verschiedene Farben für sich selbst oder eben auch für Gold im Marktplatz bzw. im Auktionshaus einkaufen kann, denn diese werden relativ viel Geld geben, wenn ihr denn ein paar relativ seltene Farben findet. Selbstverständlich gibt es auch Transmutationssteine, mit denen ihr euer Aussehen noch einmal individueller und persönlicher gestalten bzw. anpassen könnt. Man sieht hier auch nochmal sehr deutlich, dass ihr natürlich nicht nur einen einzigen Transmutationsstein für euer Geld bzw. eure Gems bekommt, sondern je nach Preis in diesem Fall 15 bzw. 25. Ein lustiges Gimmick sind auch der Q-Todesstoß. Wichtiger zu erwähnen sind jedoch diese mystischen Schlüssel, die ihr auch in der Welt von Guild Wars 2 letztendlich finden könnt. Gerade durch vervollständigte Gebiete etc. ist es möglich, damit mystische Truhen zu öffnen, in denen auch Items enthalten sind, die es sonst eigentlich nur im Gem- bzw. Edelscheinshop gibt.
Ihr seid also nicht dazu gezwungen, diese mystischen Schlüssel im Edelstein-Shop zu kaufen, damit ihr an die Belohnung der Truhen kommt, sondern ihr könnt sie auch in der Welt finden. Natürlich nicht an allen Ecken und Enden, aber es gibt sie und es gibt eigentlich genug davon und so könnt ihr auch an die Items in den Truhen kommen. Die nächste Rubrik sind die sogenannten Hilfsmittel. Diese dienen letztendlich, wie der Name schon sagt, dazu, euch ein bisschen Hilfestellung zu bieten. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel eine Bank oder einen Händler direkt zu euch zu teleportieren, mit diesen Gegenständen handeln, kaufen, verkaufen, einlagern in die Bank etc. Da ist alles Mögliche möglich. Und des Weiteren werden wir hier gleich noch ein perfektes Wiederverwertungskit sehen. Dieses ist im Grunde genommen ein Upgrade des im Spiel zu erwerbenden, kompakten, einfachen, edlen, exklusiven und meisterhaften Wiederverwertungskits, die natürlich auch ihren Preis haben, allerdings eben in Form von Silber und Kupfer und nicht in Form von Gems. Hier sehen wir das mal an einem Beispiel. Ein einfaches Wiederverwertungskit gibt die Chance auf 10% auf seltenere Materialien, wenn man denn dann seine alten, nicht mehr gebrauchten Gegenstände zerstört. In der Sofortreparaturkanister bedarf, denke ich mal, keine weiteren Erklärungen. Und dann bleibt zuletzt noch die Wiederbelebungskugel, die letztendlich nicht im WVW und PvP eingesetzt werden darf. In Dungeons scheint das aber völlig in Ordnung zu sein, ist mir absolut schleierhaft. Wieso, weshalb, warum, aber man muss eben einfach mal damit leben können, auch wenn man selbst nicht der Meinung ist. Bei den Verstärkungen sehen wir hier die Banklagerungsplatzerweiterung und die Taschenplatzerweiterung. Leider ohne Tooltip. Ich gehe mal davon aus, dass die Banklagerungsplatzerweiterung letztendlich so um die 30 Slots betragen werden. Und die Taschenplatzerweiterung sieht man hier diese gesperrten Felder, da kommen die letztendlich rein und das ist auch der Grund letztendlich, warum ich mir diese Gems im Beta Weekend gekauft habe, die für den Release ja letztendlich auch übernommen werden. Womit wir dann auch schon zur heiß diskutiertesten Rubrik kommen, den der Boosts. Wie man hier sieht, gibt es die Möglichkeit, Erfahrungsboosts zu kaufen, Handwerksboosts, Ruhmboost, Karma-Boost, was gibt es nicht alles. Aber letztendlich macht es einfach keinen Sinn, sich da von morgens bis abends mit seinen Boosts voll zu kloppen. Es sei denn, man hat im Lotto gewonnen und ja, dann kann man sowas mal machen, aber ansonsten, es lohnt sich einfach nicht. Also, wer möchte letztendlich wirklich für ein Stündchen 50% mehr Chancen auf egal was diese Preise letztendlich ausgeben zwischen 75 und 150 Gems, das rechnet sich einfach nicht, das lohnt sich nicht. Guild Wars ist nicht auf Pay-to-Win konzipiert und ich hoffe, dass das jetzt jeder mal letztendlich verstanden hat. Womit wir dann auch schon zur letzten Rubrik kommen werden, der Rubrik der Minis. In dieser gibt es, natürlich Minis zu kaufen, und zwar in Packs. In diesen Packs sind immer drei zufällige Miniaturen enthalten, zwei gewöhnliche, ein ungewöhnliches und diese können natürlich auch wieder im Auktionshaus verkauft werden. Natürlich könnt ihr Gems als auch Gold gegeneinander eintauschen. Hier sehen wir einmal die Marktdaten, soll heißen den Verlauf bzw. den aktuellen Gold-zu-Gem-Kurs. Gold gegen Edelsteine könnt ihr wie folgt tauschen. Ihr gebt zum Beispiel hier 5 Silber ein und würdet jetzt, wenn ihr hier auf Handeln kommt, diese 5 Silber verlieren und natürlich dafür im Gegenzug 7 Gems gewinnen. Genauso geht das natürlich auch andersrum. 5 Gems entsprechen hier aktuell in der Beta 2 Silber und 46 Kupfer. Die Preise können natürlich je nach Stand des Servers absolut variieren. Womit wir dann auch schon zum Handelsposten an sich kommen. Hier sehen wir, der Handelsposten bietet zum einen eine schöne Übersicht über Gegenstände mit dem Höchstpreis. Die eben schon erwähnten schwarzen, weißen, goldenen Farben etc. werden schon in der Beta hochgehandelt. Meist angebotene Gegenstände, häufigste nachgefragte, häufigste gehandelte Gegenstände. Wenn ihr ein spezielles Item sucht, müsst ihr das einfach nur hier oben reinschreiben. Per Autovervollständigung werdet ihr dann letztendlich das Item finden, was ihr haben möchtet. Zum Beispiel diese mystische Truhe, um unseren Schlüssel dann damit letztendlich ja benutzen zu können und vielleicht noch ein paar Items zu bekommen, die man eigentlich sonst nur im Gemshop bekommt. Natürlich könnt ihr auch größere Mengen kaufen, zum Beispiel 195 Kisten. So viele Schlüssel habe ich leider nicht. Ich kaufe einfach mal nur eine. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, auch ein eigenes Angebot einzustellen. Ihr müsst jedoch immer darauf achten, dass ihr niemals unter den Vendor-Preis fallt. Das ist mir zum Beispiel in diesem Video absolut mal gar nicht aufgefallen, warum, wieso, weshalb das jetzt dann nicht ging. Da unten erscheint dann auch die Meldung Below Vendor Value. Ich denke, da werden nochmal ein bisschen schönere Error-Messages eingefügt, aber letztendlich sie erfüllen ihren Zweck. Und ja, ihr könnt, wie gesagt, da auch Ersuche stellen, beziehungsweise Bestellungen.
Sobald ihr dann Gems bzw. ja, Gold erworben habt oder eben auch Gegenstände, könnt ihr diese per Abholungsfenster sehen und im nächsten Handelsposten bekommen. Das war's auch schon von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Auf bald!